Hi, ich bin heute wieder unterwegs. Ich habe bei meinem letzten Video neue Shelter-Variante ausprobiert. Die hat mir sehr gut gefallen. Ich dachte mir, ich mache heute dazu einfach mal ein kurzes Video, wie man die Variante aufbaut. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Was braucht ihr? Ihr braucht natürlich einen Tarp. Ich habe hier einen 3x3 Meter Tarp. Kann aber auch durchaus kleiner sein oder größer. Ihr braucht zweimal Paracord in einer etwas größeren Länge und bestenfalls Heringe, beziehungsweise wenn ihr keine Heringe habt, könnt ihr auch einfach Stöcker benutzen. Die Hinterseite fixiert ihr dann mit einem Hering. Ja, ihr seht jetzt super, ihr habt jetzt vorne das gerade Dach und nach hinten abfallen. Ja, das war schon alles. Ihr seht, ihr habt ewig viel Platz hier in den Tarp. Das Hervorragende dabei finde ich, dass ihr hier wirklich eine Art Dachüberstand habt. Bedeutet, wenn es wirklich mal regnen sollte, also jetzt natürlich kein krasser Regenschauer, aber bei leichtem Regen kann man super sich durch ein Vordach setzen, bleibt trocken und dabei kochen. Der Abstand zum Boden, wo ihr dann vielleicht den Hobokocher habt, ist hoch genug, dass ihr da eigentlich nicht durch Funkenflug oder euer Zelt nicht durch Funkenflug Schaden nehmen sollte. Insofern denke ich, ist das Shelter wirklich hervorragend dafür geeignet. Und natürlich werde ich das auch ausnutzen, dass ich mir das Shelter nochmal aufgebaut habe und mir eine Kleinigkeit kochen. Diesmal gibt es nur was aus der Dose, aber ist ja auch nicht verkehrt. Ja, ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Wenn ihr genauso gerne wie ich draußen Natur seid und auch kocht und das Wetter mal nicht so passend ist, kann ich euch, wie gesagt, diese Variante sehr empfehlen. Probiert das mal aus. Falls ihr schon kennt und ihr habt Verbesserungsvorschläge für mich, immer gerne her damit. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich würde mir jetzt meine Erbsensuppe schmecken lassen und sage, bis bald. Ciao.